Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute beschäftigen wir uns mit Future Stars Team 2 und der dazugehörigen SBC, die erschienen ist, und zwar die Player Pick SBC zu Charles de Ketelaere. Und es gibt eine Stürmer-Variante und eine linke Flügel-Variante. Der eine kommt mit 5 Sterne Skills und 4 Sterne schwacher Fuß und der andere andersrum, also mit 5 Sterne schwacher Fuß und 4 Sterne Skills. Und da gilt es natürlich zu entscheiden, welchen nimmt man am besten. Ich werde euch heute im Video zeigen, welchen ich genommen habe. Werdet gleich einen Clip eingeblendet bekommen aus dem Livestream und dann gehen wir noch in ein Game mit Ketelaere rein. Das Problem ist, dass meine Datei aus dem Livestream zu größten Teilen kaputt war. Der Clip, der gleich eingeblendet wird, der funktioniert noch, aber der Rest ging nicht, weil mein PC gestern auch am Ende des Streams zusammengecrashed ist. Es war ein Fiasko. Aber wir gehen gleich noch in ein Game rein und machen einen Live-Commentary. Ich werde euch auch meine Erfahrung mit Ketelaere dann mitteilen, weil ich habe 10 Spiele bisher mit ihm gemacht. Wir gehen gleich in ein 11. Game mit ihm rein. Und wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne ein Abo da lassen und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr Fragen habt. Und jetzt der Clip. Um das jetzt hier nochmal zu besprechen, Charles, wir haben jetzt gerade de Ketelaere die SBC freigeschaltet. Normalerweise bin ich jemand, der immer sagt, ich gehe auf, wenn ich die Option habe, auf 5 Sterne Skills. Ich werde mich aber hier jetzt für den Stürmer entscheiden, mit 5 Sterne schwacher Fuß, weil der einfach overall gesehen besseren Stats hat. Spieler, die so groß sind, sowieso nicht so häufig ins Dribbling gehen sollten. Ich habe das ja auch bei meinem Ibrahimovic. Und dementsprechend werde ich jetzt hier die 5 Sterne schwacher Fuß nehmen und den Stürmer mit den besseren Stats und für als Offensivspieler auch die besseren Arbeitsraten als der Flügelspieler. Und der ist halt auch lengthy, ne? Der ist auch lengthy, das kommt auch noch dazu. Für Old Gen würde ich definitiv den nehmen. Da würde ich definitiv den nehmen, weil Old Gen kommt alles auf Pace, dies, das an. Man muss halt schon sagen, dass der halt für einen 1,92 Spieler deutlich schlechtere Kopfballwerte hat wie der, ne? Ich glaube, am Ende macht man nichts verkehrt, egal welche Version man von Ketelaere nimmt. Vielleicht bereue ich es am Ende, dass ich keine 5 Sterne Skills habe. Ich bezweifle aber, dass ich es bereuen werde, dass ich 5 Sterne Skills bei ihm vermissen werde. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mich für den Stürmer entschieden und nach mittlerweile 10 Spielen, da steht zwar 11, aber bei einem Gegner ist bei 0-0 gequittet, wie man es kennt. Nach mittlerweile 10 Spielen, in 10 Tore, 5 Torvorlagen, bereue ich es nicht, dass ich diese Version genommen habe. Ja, ich habe die Stürmer-Version genommen, ich habe versucht, das zu erklären in dem Clip, warum, wieso, weshalb und bin bisher mega, mega zufrieden mit Charles de Ketelaere. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man die andere Version nimmt, dass der auch genauso gut abgeht. Also ich glaube, hier ist wirklich das Ding, dass man nichts verkehrt macht, egal welche von den beiden Versionen man nimmt. Ja. Ich habe mich jetzt hier bewusst für den entschieden und wie ihr seht, funktioniert der auch. Ich habe ihn als Stürmer spielen lassen. Muss dazu sagen, dass wir natürlich einige Rage-Quits hatten. Dementsprechend hat er nicht noch mehr Tore schießen können. Und ich habe im selben Team, wie ihr jetzt sehen könnt, einen Jamal Musiala. Und ich natürlich als Bayern-Fan habe mein Hauptaugenmerkmal in diesen 10 Spielen natürlich auf Jamal Musiala gelegt. Dementsprechend ist Charles de Ketelaere so eine Randfigur gewesen. Aber nichtsdestotrotz war er da und hat genetzt, obwohl ich meinen ganzen Fokus auf Musiala gelegt habe und sehr, sehr häufig nur auf ihn gespielt habe. Und das machen wir jetzt anders. Zu Jamal Musiala werden jetzt wahrscheinlich auch einige Fragen kommen. Da wird noch ein extra Video morgen kommen und wir gehen jetzt rein in ein weiteres Weekend League Game und gucken, dass wir jetzt ein bisschen mehr den Fokus auf Charles de Ketelaere legen und dann sage ich euch nach dem Spiel auch, was mir bisher so gut an ihm gefallen hat. Ja, wenn ihr ihn jetzt gleich schon seht, dann werdet ihr auch direkt feststellen, dass der eine extreme Präsenz hat. Er ist groß, so ein Blondschopf, hat ein ordentliches Player-Model. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht so verkehrt. Aber leider kein Original In-Game-Face. Und da ist er auch direkt schon. Leg ab, genau das. Zusammenspiel mit Ibra. Dreh dich. Lauf. Immer noch am Ball. Und jetzt das Tempo aufnehmen. Und dann der Schuss. Oh, der wäre gefährlich geworden. Der wäre gefährlich geworden, sage ich euch so, wie es ist. Und jetzt mal die Flanke auf Ketelaere. Aber ist halt etwas weit weg, um dort per Kopf erfolgreich zu sein. Musiala auf Charles. Gute Aktion. Spitzer Winkel, war schwer, den da reinzuhauen. Übersteiger durch. Boah, und dann mal
mit voller Karacho an die Latte. Guter erster Antritt von Charles. Nehmen wir nochmal mit. Durch. Und das ist das Tempo, was er hat. Ich verkacke nur gerade extrem den Abschluss. Und jetzt ist er endlich drin. Und ich auch da habe ich eigentlich wieder verkackt. Nur gelb getroffen. Diesmal ist er drin. Aber ich glaube, ihr seht jedes Mal diesen Lengthy-Vorteil. Wie schnell der sein Tempo erreicht, wie schnell dein Tempo kommt. Das, was eigentlich explosive sein sollte auf den ersten Metern, ist halt immer noch mit Lengthy am Start. Und da kurz angenommen, Finesse, rein das Ding, Doppelpack geschnürt. Hätte ich auch aber auch locker ein Viererpack sein können, wenn ich nicht so krass im Abschluss verkacke. Annehmen, Übersteiger. Foul. Und ja, beidfüßig, rein das Ding, 13-0, Dreierpack geschnürt von dem guten Charles. So, wir gehen rein ins zweite Game. Seht ihr, wenn ich halt mehr auf Charles mich fokussiere und einfach so spiele, dann mache ich natürlich auch die Tore mit ihm. Jetzt hat er alleine 3 Stück in einem Spiel gemacht. Musiala jetzt auf Charles, der ist durch. Den kriegt er nicht mehr, den kriegt der Gegner nicht mehr. Bam, rein das Ding. Also wenn der einmal ins Laufen kommt, Freunde, sage ich euch so, wie es ist, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Oh, was mache ich da? Ins Dribbling gehen mit dem IV? Nie eine gute Sache. Nie eine gute Sache und dann kassierst du halt auch direkt. Der war zwar nicht direkt drin, war auch ein bisschen schwer zu nehmen. Der Nachschuss ist drin und ich hoffe, der Gegner geht jetzt hier nicht raus. Er macht immer diese Laufwege am Rand des Abseits, das ist sehr nice. Da habe ich mich jetzt ein bisschen verpokert. Er ist immer so am Rande des Abseits, dass man den halt gut durchdecken kann. Guck mal jetzt wieder. Zack. Und rein das Ding. Also seine Laufwege sind wirklich sehr, 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 sehr stark. Ja, und das war so ein kleiner Geschmack von Charles Cattelara. Wirklich ein sehr, sehr nicer Spieler. Kann ich wirklich nur einen Daumen nach oben geben bei der SBC. Eine SBC mit sehr starken Stats. Sucht euch die Variante aus. Stellt euch selbst die Frage, ob ihr denkt, dass ihr 5 Sterne Skills auf einem Spieler benötigt, der so groß ist. Was hat mir gut an ihm gefallen? Sein Tempo, extrem starkes Tempo, vor allem auf Lengthy, sehr, sehr nice. Er fühlt sich schneller an als ein Zlatan Ibrahimovic. Zlatan hat ja 90 Pace auf der Karte, aber dafür halt etwas schwächere Dribbling-Sets. Ja, vor allem sein Dribbling-Set an sich ist halt nur bei 84 und das ist auch immer ganz wichtig, vor allem auf Next-Gen-Konsolen, das zu beachten, weil bei Charles ist es halt schon mal 5 Punkte mehr. Wir haben auch einen Marksman drauf, damit er halt Lengthy ist. Schnelligkeit top. Seine Schusswerte sind sehr nice, sein Abschluss gefällt mir, wenn ich nicht gerade krass choke. Für einen Stürmer auch extrem nice Passwerte, das ist auch immer ganz, ganz cool. Starke Kopfballwerte hat der und seine Füße ist auch sehr, sehr nice, beidfüßig. Also von mir kriegt dieser SPC wirklich nur einen Daumen nach oben, wenn ihr ihn einbauen könnt. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wie gesagt, morgen kommt ein Video zu Jamal Musiala. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich sag mal so, könnte nice werden. Ja, gefällt mir bisher auch sehr, sehr gut. Und ja, ich bin raus. Peace out und ciao.